Und damit herzlich willkommen bei Greifer Company. Ich bin's, der Greifer, und heute spiele ich mal was ganz anderes wie sonst. Heute spiele ich ein wenig PlayerUnknown's Battlegrounds. Das Spiel ist relativ neu, bei Steam erhältlich wie so ziemlich alles, was ich spiele. Ich habe mir hier auch mal einen netten Charakter gebaut, denke ich zumindest. Und damit würde ich sagen, beginne ich jetzt auch einfach direkt Spiel finden und dann geht's auch gleich los. Dürfte nicht allzu lange dauern. Geht schon los, sag ich doch. So, bei dem Spiel geht es in erster Linie darum zu überleben. Beziehungsweise der Letzte zu sein, der auf dem Schlachtfeld noch steht. Wobei das Schlachtfeld nicht direkt definiert ist, aber sich immer mehr eingrenzt. Dazu mehr, wenn es denn jetzt wirklich losgeht. Erstmal muss es jetzt ein wenig laden. Die ersten Geräusche sind zu hören, also ich denke, dass es jetzt gleich auch ein Bild gibt. Das Spiel ist noch in der Alpha-Version und deswegen teilweise auch ein bisschen laggy. An einigen Stellen muss ich leider feststellen. Ich hoffe aber, dass es jetzt einigermaßen flüssig läuft. Aber bis jetzt habe ich noch nicht mal ein Bild und das ist kein so gutes Zeichen. Oh, jetzt. Das Bild ist da. Nicht besonders schön, aber es ist schon mal da. Wenn die Kollegen hier nicht alle so viel rumballern würden, würde das wahrscheinlich auch ein bisschen flüssiger laden. Ja gut, in wenigen Sekunden beginnt auch das Match und dann hoffe ich, dass das Spiel sich ein bisschen einkriegt hier, beziehungsweise ich eine bessere Connection zu dem Server, dass dann auch alles ein bisschen flüssiger läuft. Ja, es hört sich sehr spannend an hier, was hier so für Leute mitspielen. Finde ich schon mal ein absolutes Highlight. Ich glaube, ich springe lieber mal ab. Da muss ich mir das Gesappel da nicht anhören. So, jetzt natürlich die Frage, wo will ich hin? Ich bin jetzt erstmal im freien Fall und jetzt suche ich mir mal ein Ziel aus. Hätte ich vorher auch tun können, aber da das alles nicht ganz so flüssig läuft, wie ich es gerne hätte, würde ich sagen, ich versuche dort drüben zu landen. Bei dem Bauernhof oder was das da ist. Und mir erst einmal ein wenig Ausrüstung zusammensuchen. So, weiter habe ich jetzt keinen gesehen, der hier in meiner Nähe mit abgesprungen ist. Dementsprechend scheine ich hier erstmal meine Ruhe zu haben und kann mich erst einmal ein wenig ausrüsten. Mir dann die Gegner suchen. Okay, damit bin ich dann erstmal ideal im Baum gelandet. Jetzt würde ich sagen, natürlich erstmal direkt zu dem Haus dort unten und dann eventuell ein wenig Ausrüstung zusammensuchen. Einige von den Leuten sind schon krepiert. Wenn es so ist, dann ist es so. Die Umgebung hat sich aber noch nicht ganz aufgeladen. Es lädt noch. Ich hoffe, dass es hier gleich fertig ist mit Laden. Sieht alles noch nicht sehr schön aus. Oh, jetzt sieht es besser aus. Das ist eine Lagerhalle. Mal schauen, ob ich da ein paar schöne Sachen drin finde. Oh ja, da liegt doch schon eine gute Waffe. Natürlich gleich mit. Ah. Es lädt alles noch im Hintergrund. Das ist nicht so geil. Texturen laden auch. Das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Läuft mir nicht flüssig genug. Aktion, Waffe. Waffe nachladen. Habe ich schon mal eine Waffe gefunden. Ein bisschen Munition habe ich auch. Das ist für den Anfang schon mal ganz gut. Eine Handfeuerwaffe habe ich dann auch noch. Jetzt bräuchte ich höchstens noch Rucksack und diverse Schutzausrüstung. Hier in der Halle scheint aber nichts weiter mehr zu sein, was relevant ist. Da liegt noch eine Knarre. Wo ist schon Geschieße? Rumgeballert, aber nicht bei mir. Es war alles sehr weit weg. Ja, die Hälfte, also die Hälfte sei schon Quatsch. Die ersten 10 Gegner sind schon platt. Ich bin jetzt auch ein bisschen weiter von den ganzen Leuten abgesprungen. Ich habe nicht genug Platz. Deswegen, da ist ein Rucksack. Da habe ich dann schon mal ein bisschen mehr Platz jetzt. Mission.
Gib her. Immer her damit, kann man wahrscheinlich immer gut gebrauchen. Weiß ich noch nicht so genau, ob ich die brauchen werde, aber ich. So, das nehme ich auch. Ich hätte jetzt natürlich gerne noch irgendwie eine Sniper oder sowas. Dann eventuell die Leute besser töten zu können aus Distanz. Weil wenn das Spiel so laggy ist, wie es momentan ist, dann kann ich im direkten Fight keinen fertig machen. Hätte ich höchstens fertig gemacht. Da jetzt nur noch 75 Leben, bin ich schon mal nicht der Letzte. Das ist, das ist schon mal ganz gut. Was? Ja, damit. So, das kann ich gleich an meine Waffe noch anbauen. Mal die Tür auf hier. Ist hier noch was? Da war auch noch was. Extra Magazin. Okay. Achtung, die rote Zone hat begonnen. Ja, brauche ich jetzt erstmal die paar schönen Sachen hier an meine Waffen an. Das fürs Erste. Dann weiter nach ein wenig Ausrüstung suchen. Steht noch eine Granate auf dem Tisch, die will ich auch haben. Schöne Rauchgranate. Okay. Ja, es ist irgendwie noch ziemlich laggy. Müsste höchstens nochmal schauen, dass ich meine Grafikeinstellungen ein wenig anpasse, um eventuell das Spiel flüssiger zu machen, aber das dann im Nachhinein. Das werde ich jetzt hier im Video nicht tun. Was gibt es hier noch? Brechstange? Haben. Klo noch irgendwas Interessantes? Auch nichts mehr. Ein paar Fliegen, die sind zu hören. Noch was auf dem Tisch, das nehme ich gerne noch. Extra Magazin. Noch was in der Ecke. Oh, ja. Ich fast übersehen. Rucksack Stufe 2, das ist natürlich noch besser. Kann ich mehr lagern? Sichel will ich auch nicht haben. Gut, jetzt machen wir mal die Karte auf und gucken, wo ich bin und wo die Zonen sind. Ich bin im weißen Bereich, das heißt, ich bin im sicheren Zonen. Alle anderen, die hier in den äußeren Bereichen sind, müssen zusehen, dass sie in den weißen Bereich reinkommen, weil sonst sterben sie von ganz alleine. Da ich natürlich im weißen Bereich bin, geht mir das jetzt natürlich sehr gut, habe ich einen schönen Vorteil. Und dementsprechend versuche ich jetzt noch weiter in den weißen Bereich reinzukommen, um länger durchhalten zu können. Das ist natürlich die Frage, wo gehe ich als nächstes hin? Ich würde sagen, quer über den Berg in das Dörfchen dort. In der Hoffnung, dass ich dort keinen Weg laufe jetzt, der mir ans Leder möchte. Aber das werde ich ja dann gleich sehen. Das Spiel läuft jetzt inzwischen ein bisschen flüssiger. Es scheint sich jetzt alles geladen zu haben. Oh, schießt einer auf mich. Ich weiß nur nicht wo. Ich weiß nicht genau, wo einer auf mich geschossen hat, aber es wurde geschossen. Na gut, ich laufe jetzt einfach weiter, weil jetzt hier zu warten darauf, dass er mich sieht oder ich ihn sehe, bringt jetzt nicht was. Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob er wirklich auf mich geschossen hat oder vielleicht auf jemand anders. Einfach nur in meiner Nähe war. Ja, aber das sieht nicht so aus. Er scheint hinter mir gewesen zu sein. Oder auch nicht. Schießt schon wieder. Schnell zum Stein. Mit dem Treffen scheint das aber nicht zu haben. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob er auf mich schießt, aber da die Kugeln sich so anhörten, als wenn sie an mir vorbeigezischt sind, hat er mit Sicherheit auf mich geschossen. Ich weiß bloß nicht wo. Das ist natürlich schlecht. Ich sollte versuchen, das irgendwie auf einen Häuserkampf zu reduzieren, also mal zusehen, dass ich zu dem Haus komme. Über das offene Feld erstmal und dann dort drüben zu den Gebäuden, dass ich dann eventuell eine Chance habe, den Typen platt zu machen. Bin mir halt wirklich nicht sicher, ob der auf mich schießt, aber ich gehe davon aus. Ich habe nur keinen gesehen, es ist echt schlecht. Er schießt mit Sicherheit auf mich. Ich sehe nur keinen, das ist echt traurig. Da laufe ich mal ein bisschen zickzack und versuche mich dort in den Häusern zu verschanzen. Das offene Feld ist besonders ungesund. Wie sich das von den Kugeln her anhörte, hat er wohl auf mich geschossen. Da ich leider nichts gesehen habe an Gegnern, kann ich es jetzt nicht genau beurteilen. Aber hier habe ich erstmal ein bisschen Deckung. Und muss dann nur schauen, dass ich das alles im Blick behalte. Da hinten ist er. Da ist er! Ich habe ihn gesehen. Da war doch gerade Bewegung.
da gerade Bewegung gesehen, aber jetzt sehe ich niemanden mehr und auch nichts mehr. Wie schade. Aber ich denke mal, wenn der mich umlegen will, was er mit Sicherheit möchte, dann wird er gleich herkommen. Ich sollte mir mal eine Position suchen, von der aus ich einen Überblick habe. Hier ist die Tür offen. Offene Türen sind meistens nicht besonders gesund. Mach die mal zu. Plötzlich einer überraschen kann. Ich mach was hier noch so rum. Gestreiftes T-Shirt. Nehmen wir mal ein langärmlich gestreiftes T-Shirt. Rucksack Stufe 1 will ich nicht. Ich habe einen Stufe 2 Rucksack. Scheint es hier nicht zu geben, Relevantes. Da drüben. Hose und ein paar Schuhe. Ja, das gestreifte T-Shirt ist gar nicht so intelligent gewesen, muss ich jetzt feststellen. Das ist sehr auffällig gestreift. Ich hatte gedacht, das wäre ein bisschen neutraler. Weiß ist auch nicht so toll. Lieber das Graue wieder. Damit bin ich nicht ganz so auffällig. Hier noch in den Raum rein. Fenster luschern, ob ich irgendwo ein Schleichen sehe. Ja, dann durchsuche ich mal weiter die anderen Häuser. Der scheint wohl doch aufgegeben zu haben und sich verdünnisiert. Ich sehe auch keine Bewegung weiter. In der Ferne. Entsprechend dürfte das hier passen. Dann mal schnell weiter zu dem nächsten Gebäude. Aber hier war auf jeden Fall jemand, denn es sind alle Türen offen. Alle Türen offen sind. War jemand da? Ob er noch da ist, das weiß ich. Schmerzmittel wollte er wohl nicht haben. Die Mission scheint ihn auch nicht interessiert zu haben. Nein, nicht die Tür zu. Das möchte ich haben. So. Das, dann gehe ich mal noch. Oh. Scheint auch nichts Relevantes mehr zu sein. Ich hätte immer noch gerne ein Scharfschützengewehr. Leute aus Distanz, um ihn zu kennen. Ein Helm ist gut, den nehme ich. Ein bisschen Munition nehme ich. Auch immer gerne. Wie lange wie ich es tragen kann, immer her damit. Ach, hier wurde einer umgenietet. Da haben sie jemanden platt geschossen. So, das sind erstmal meine Sachen, die ich haben. Handschuh kann ich gerne mitnehmen. Am Fuß schon auch Werkzeuggürtel. Das hier nehme ich mit. Das brauche ich alles nicht. Alles liegt beim. Also hier wurde einer niedergeschossen. Steht schon mal außer Frage. Die Frage, wo ist der, der ihn platt gemacht hat? Der wohl auch noch hier irgendwo laufen. Karte. Okay, wie man sehen kann, der weiße Ring wird kleiner und dann ist noch der blaue, das ist die, ja, die noch sichere Zone, die dann immer kleiner wird, auch zeitlich gesehen. Das ist natürlich der Punkt, die laufen alle jetzt zum mittleren Kampfgebiet. Das ist ja auch das Ziel, weil man will ja möglichst lange überleben und man muss dann außerhalb der blauen Zone, darf man, kann man ja nicht überleben, so. Und man muss natürlich versuchen, immer innerhalb der weißen Zone zu bleiben. Das ist dann letztendlich das Schwierige an der ganzen Sache. Weil, wenn ich jetzt nämlich über die offenen Felder hier laufe, habe ich ein exzessiv großes Problem, dass irgendwo einer rumsitzt und mich niederschießt. Deswegen versuche ich jetzt mal hier oben durch den Wald mein Glück. Ja,
erstmal in das Gebäude dort. In der Hoffnung, dass da nicht gerade einer drin sitzt. Wenn doch, dass ich ihn vielleicht platt schießen kann. Scheiße! Munition alle. War ganz schlecht. Gut, das dazu, das würde ich sagen, lasse ich dann einfach mal als erste Runde durchgehen. War jetzt nicht besonders das Highlight. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von PlayerUnknown's Battlegrounds wieder. Damit danke fürs Schauen. Lasst noch ein paar Kommentare da oder eventuell auch noch ein Däumchen. Ansonsten bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Kameraden.